von Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir stillstehen, steht die Welt still. Unter diesem Motto haben die Frauen in Spanien am Weltfrauentag zu einem Generalstreik aufgerufen und damit ein starkes Zeichen gesetzt für den Anspruch von Frauen auf gleiche Rechte und gleiche Bezahlung. In Deutschland hätten Frauen allemal guten Grund zum Streiken, denn seit Jahren liegt der Gender Pay Gap unverändert über 20%. Und seit Jahren passiert nichts im Deutschen Bundestag, was Equal Pay wirklich befördert. Nichts, außer ein paar kreativer Reden aus der Koalition und der Regierung über den sogenannten Fortschritt eines inhaltsleeren Schaufenstergesetzes namens Entgelttransparenzgesetz. Verbessert hat sich für Frauen nichts. Darum fordere ich Sie, die neue, alte Bundesregierung auf, hören Sie auf, ungerechte Bezahlung schönzureden, ändern Sie endlich diesen unhaltbaren Zustand. Und reden Sie nicht weiter drumherum. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir Grünen haben von Anfang an gesagt, dieses Transparenzgesetz greift viel zu kurz. Es verbessert nichts in puncto gleiche Bezahlung. Und Fakt ist, für fast 2/3 der berufstätigen Frauen gilt das Gesetz noch nicht mal. Betriebe unter 200 Beschäftigte bleiben außen vor. Seit Januar gilt, dass eine Minderheit der Frauen nicht mal 40% in Deutschland erfahren können, ob sie bei gleicher Arbeit ungleicher bezahlt werden als ihre männlichen Kollegen. Und dann ist das Gesetz schon am Ende für sie. Wirksame Instrumente gegen strukturelle Benachteiligung haben Sie Frauen nicht an die Hand gegeben. Meine Damen und Herren der Bundesregierung, hören Sie auf, sich angesichts der Lohnlücke selbst zu loben, wie Sie es im Koalitionsvertrag für Ihr wirkungsloses Gesetz weiter tun. Ändern Sie was. Und sich zufrieden damit zu geben, dass das Entgelttransparenzgesetz im Juli 2019 evaluiert wird, um dann zu entscheiden, ob eventuell weitere Schritte erforderlich sind, das reicht nicht. Da braucht man nicht lange zu evaluieren. Da ist völlig klar, es gibt jetzt Handlungsbedarf. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir Grünen fordern in unserem Antrag effektive, zielgerichtete Instrumente und einen Auskunftsanspruch auch in kleineren Unternehmen. Wir wollen zertifizierte, verbindliche Prüfverfahren und vor allem wollen wir endlich kollektive Rechtsschutzmöglichkeiten durch ein Verbandsklagerecht und die Möglichkeit von Gruppenverfahren, das wird meine Kollegin Manuela Rottmann gleich in unserem Gesetzentwurf erläutern, damit Frauen sich zusammentun können, um endlich juristisch gegen unfaire Bezahlung wirksam vorgehen zu können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe es wirklich gründlich satt, dass Frauen systematisch weiter schlechter bezahlt werden. Es kann nicht sein, dass die Entgeltlücke kleingeredet wird, wie das immer wieder passiert, oder dass der Gender Pay Gap verharmlost wird. Ob Frauen nun in sogenannten Frauenberufen strukturell schlechter bezahlt werden oder im gleichen Betrieb für gleiche Arbeit weniger Geld kriegen, es ist schlicht eines, es ist ungerecht. Und nur dann, wenn die Regierung konsequent gegensteuert, bewegt sich was. Jede Entgeltlücke, die größer null ist, ist ungerecht. Und darum appelliere ich noch mal deutlich an Sie als neue Regierung. Wenn Frauen stillstehen, dann steht die Welt still. Tun Sie also mehr, strengen Sie sich doch endlich mal richtig an für Frauen. Strengen Sie sich wirklich auch mal an für gerechten Lohn und fangen Sie nicht an, alles klein ziseliert immer in die Breite zu reden. Und zum Schluss noch ein Satz zu § 219a. Was Sie von der Union und SPD hier geleistet haben in dieser Woche, das war ein frauenpolitisches Desaster erster Güte. Sie haben die Informationsrechte von Frauen und Rechtssicherheit von Ärztinnen und Ärzten auf dem Altar Ihres Koalitionsfriedens geopfert. Wenn Sie demnächst von Selbstbestimmung reden und mehr Frauenrechte versprechen, können die Frauen Ihnen dann glauben? Diese Frage müssen Sie sich schon stellen lassen. Ich habe nach dieser Woche keine Antwort mehr darauf. Das erste Mal im Deutschen Bundestag spricht die Kollegin.